Der Puris Plus von Red Rebane. Ein 3-in-1 Rucksack. Was das bedeutet, zeige ich dir hier. Ja, fangen wir jetzt an. Du hast bei dem Puris Plus, der kein reiner Rucksack ist, sondern eher eine Fahrradtasche für den Gepäckträger mit dem Modul Rucksack, eine Rückenpaneele, die atmungsaktiv so gesehen ausgerüstet ist. Du hast hier einen Kunststoff drin, der sehr weich ist, einen Kanal, so gesehen ein Lüftungskanal, damit der Schweiß entsprechend schön abgeführt wird, mit hochqualitativen Mesh-Material verwendet. Der Puris Plus bzw. Red Rebane ist eine kleine Manufaktur aus Schwerin, aus Deutschland, und dementsprechend garantieren sie, dass 80% der verwendeten Materialien garantiert aus Europa kommen. Einen herzlichen Dank an AlexTR113. Er bat mich mal, mir den Puris Plus ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Und du hast einen höhenverstellbaren Brustgurt. Den kannst du recht schön fixieren, hier über den Schlitten, sehr gut einfach einzustellen, und er ist auch nicht lose, so dass er immer verrutscht. Du hast hier das Red Rebane Label, eine Schlaufe, wo du zum Beispiel sowas dran klicken kannst, wie Reflektoren, Blinklichter, damit du entsprechend noch sichtbarer bist. Wie kannst du den jetzt modellieren, umbauen auf Fahrradgepäckträger? Und zwar kannst du hier unten einfach die Paneele rausziehen, den Reißverschluss hochziehen. Hat dir das Video geholfen? Dann kommentiere es bitte unten. Und vor allen Dingen, wie gewohnt, hinterlasse mir in einem weiteren Kommentar mal eine Idee, was du als nächstes Video von mir sehen möchtest. Was zu sehen, zu erkennen ist, ist der Zipper bzw. der Haltegriff, die Schlaufe, ist vorgeformt. Auch hier ein kleines Gimmick, was ich unheimlich schick finde, weil er ist so vorgeformt, dass er sehr leicht mit Handschuhen sogar zu benutzen ist. Du hast hier das teure, hochwertige Click-Fix-System, was ich echt liebe, denn du kannst einfach, ganz einfach die Schlittenlänge variieren. Du hast einen sehr großen Durchmesser, und hier dieser Schlitten kann entsprechend einfach auch gedreht werden und anderweitig positioniert werden. Wofür ist das wichtig? Ganz einfach, also im Endeffekt hast du hier beim normalen Gepäckträger noch ein Dreieck,
Und dadurch fixiert er natürlich und kann dann entsprechend nicht mehr in der Kurvenlage ja, anfangen zu klappen. Also im Endeffekt kannst du den da schön reinziehen. Schenke ich dir jetzt hier zwei Haberland-Rucksäcke, einen Rucksack für den Lenker und einen Rucksack für die Schule oder für die City, den du entsprechend am Gepäckträger befestigen kannst. Ein Gesamtwert von 170 Euro. Was musst du dafür tun? Natürlich, wenn du noch nicht den Kanal abonniert hast, abonniere den Kanal, schreibe mir Kommentare, damit ich auch weiß, dass du gerne diese zwei Rucksäcke geschenkt haben möchtest. So, das System an sich ist ganz einfach zu handeln. Du machst ihn hier fest und dann befestigst du ihn entsprechend einfach über den Punkt und er ist super fest am Fahrradgepäckträger. Also einfach runterdrücken und fertig ist die Geschichte. Der weitere Vorteil von dem Puris Plus gegenüber anderen Rucksäcken ist, dass das Rückenlabel hier, das Rückenlabel, die Rückenpartie von dem Adapter so gesehen weggerollt wird. Das heißt, ist er am Fahrrad, fährst du durch Regen, kann hier natürlich auch Dreck entstehen. Du machst ihn, entkleidest ihn so gesehen, rollst zusammen und dann hast du ein jungfräuliches, sauberes Rückenteil und beschmutzt deinen Rücken nicht. Das finde ich sehr gut und vor allen Dingen geht es halt hier unten in den, zeige ich dir nochmal, zusammengerollt. Ja, vielleicht sollte ich den mal eben andersweitig zusammenrollen. Guck mal. Klemmst du hier unten rein. Mit ein paar Handgriffen ist das alles fixiert. Und das Schöne ist, dieser Adapter liegt unten auf dem Boden. Das macht natürlich den Stand ein bisschen instabiler vom Rucksack. Also er kann, je nachdem wie er zusammen steht oder zusammengepackt ist, öfters umklappen, umfallen. Das hieße eigentlich hier so vielleicht ein paar Standfüße wären nicht schlecht, damit er einen geraden Stand auf jeden Fall hat, weil ja, ansonsten könnte er immer umfallen. Was den Puris Plus bzw. Red Rebane als Manufaktur ausmacht, ist, du kannst dir deinen Rucksack selber zusammenstellen. Und das finde ich unheimlich schön, denn, wo habe ich den anderen? Du kannst dir natürlich die Mühe machen, den Red Rebane von der Stange dir zu klicken. Standardfarbe. Oder du gehst hin und designst ihn dir, wie du ihn haben willst. Du kannst variieren. Du kannst auswählen, dass du den Red Rebane Puris Plus mit einem Helmfach ausrüsten möchtest. Du kannst sagen, du möchtest ihn personalisiert bekommen mit einem Label. Du kannst sagen, das Helmfach möchte ich eigentlich abnehmbar haben. Dann finde ich auch unheimlich schön, weil dementsprechend kriegt der Rucksack direkt einen ganz anderen Look. Und sieht sehr schön aus. Vor allen Dingen, ich finde unheimlich edel das rote Logo. Das macht es ziemlich aus. Du hast dann entsprechend hier nochmal Halteschlaufen. Du hast an den Seiten entsprechend Kompressionsgurte. Die sind eigentlich dafür da, wenn du viel Fahrrad fährst. Stecke ich da mal eben eine 0,7 Liter Flasche rein. Du hast aber auch Platz für eine 1,5 oder 2 Liter Wasserflasche, wenn du magst, und kannst dann natürlich entsprechend fixieren, um
zu arretieren, dass die Flasche nicht rausfällt. Das, ein weiterer Vorteil ist, du kannst ihn, wenn du ihn dir über die Webseite zusammenstellst, kannst du halt auch unterschiedliche Materialien verwenden. Ich habe jetzt hier an den Seiten entsprechend und diesen Streifen eine Cordura-Ware genommen, die hundertprozentig wasserdicht ist und abriebbeständig ist. Aber der Vorteil ist noch, es ist reflektierend. Also die weißen Punkte sind alle reflektierend. Dadurch bist du natürlich in der dunklen Jahreszeit in der Nacht sichtbarer. Und zum Thema Wasserdichtigkeit, das Cordura ist hundertprozentig wasserdicht, weil du siehst es. Dieses Glänzende ist eine komplett zue Beschichtung und macht den Rucksack wasserdicht oder wasserdichter. Ich wurde darauf hingewiesen, dass der Rucksack nicht wasserdicht ist, aber wir testen es trotzdem, denn jeder Stitch, jede Naht perforiert den Stoff und dementsprechend ist er nur wasserrepellent ausgerüstet. So, was hast du hier vorne? Du hast im Endeffekt zwei Seitenfächer für Regenschirm, Wasserflaschen, zwei Wasserflaschen, was weiß ich, was du alles damit transportieren willst. Du hast ein sehr großes Frontfach. Möchtest du wissen, wie groß er ist, welche Maße er hat, wie schwer er ist, dann geh bitte unten über den Link und dort bekommst du dann sämtliche Daten, die du haben willst. Wie groß halt, welches Maß das Frontfach hat, ob deine Sachen da reinpassen. Was kannst du alles hier reinstecken? Ein riesen Portemonnaie, wenn du magst. Ein paar Atemschutzmasken. Ein Buch passt da rein und noch vieles mehr. Ich habe zum Beispiel auch mein Handy da reingesteckt. Dann kommen wir zum Hauptfach und hier sind wir beim ersten Schmankerl. Ich finde den Verschluss unheimlich schön, einfach zu handhaben, weil guck dir das mal an. Du hast hier drin Magnete verarbeitet und dadurch fallen die Schlitten ohne irgendwelche Kraft rein. Er lässt sich sehr leicht verschieben. Das heißt, wenn du gepackt hast, kannst du ihn eben festzurren und komprimieren. Das ist sehr gut. Du hast bei dem Rucksack einen sehr großen Reißverschluss. Wäre hier an der Seite die Tasche nicht, würde er sogar bis auf den Boden gehen. So, volumenmäßig ist er sehr, sehr groß und variabel. Was du direkt sehen kannst, ist, du hast ein rotes Innenfutter oder ein farbliches Innenfutter, was dir das Auffinden der Materialien sehr erleichtert. Durch die Verwendung von den Polycubes kannst du natürlich unheimlich schön packen. Du hast sehr viel Platz. Du hast Platz für einen großen DIN A4-Ordner, Aktenordner und du siehst eigentlich, dass du noch viel mehr Platz haben könntest, wenn du wolltest. Also du kannst auch locker zwei Aktenordner reinstecken. So, natürlich auch in Kombination mit dickem Buch und dementsprechend ist der Rucksack nicht nur was für Individualisten, sondern vielleicht auch für Menschen wie du und ich, die gerne mit dem Fahrrad in der City rumfahren, eher vielleicht mal das Fahrrad benutzen als ein Auto und zum Einkaufen eine Tasche brauchen, einen Rucksack brauchen oder für die Universität. Was hast du sonst noch? Du hast im Endeffekt hier eine Laptop-Tasche auf der Seite und ich schlage jetzt mal ein bisschen um. Du hast hier vorne ein kleines Fach mit einem Reißverschluss, dementsprechend kannst du hier sehr, sehr gut sehen, was du gepackt hast. Da kannst du sowas wie Kabel, Stifte, Fineliner, Marker, Schlüssel reinstecken. Was ich leider hier nicht sehe, ist ein Schlüsselband. Das wäre nämlich auch nicht schlecht, wenn du vielleicht an der Seite irgendwo hier einen längeren Schlüsselband für deinen Haustürenschlüssel verarbeitet hättest. Du hast eine kleine Laptop-Tasche.
die ist eigentlich sehr spartanisch. Design für 15 Zoll Bildschirme. Ich würde dir empfehlen, schau dir mal unten über den Link das exakte Maß an und mess deinen Laptop aus, ob das funktioniert. Denn ich empfehle dir auf jeden Fall hier immer ein Laptop Sleeve zu benutzen aus Neopren, damit du auch eine schockabsorbierende Verpackung, Sleeve benutzt hast. Denn du hast zwar ein entkoppeltes Notebook-Fach, Entschuldigung, ich bin kurz vorm Niesen, aber halt nicht gefüttert, nicht entsprechend, ja, mit Schaumstoff versehen, mit Neopren versehen, das ist einfach eine Tasche. Dementsprechend musst du hier über ein Neopren-Sleeve dir entsprechend, ja, den Schutz holen für dein Notebook, wenn du willst. Alternativ kannst du das natürlich sehr schön als Dokumententasche benutzen. Und jetzt fragst du dich sicherlich, wo geht dieser Reißverschluss hin? Zum Thema Reißverschluss ist zu sagen, wie ich ja gesagt hatte, ist, ich finde das Zipperbändel unheimlich schön wegen vorgeformt. Es sind hochwertige GKK-Reißverschlüsse überall verarbeitet. Sie sind nicht mit wasserdichten Lippen ausgestattet. Ist aber gar nicht so schlimm. Ich zeige dir gleich warum. Weil natürlich ein beschichteter Reißverschluss ist auch ziemlich schwer. Also er läuft sehr schwer, er lässt sich schwer öffnen und hier läuft er fast wie von automatisch. Was ich dir zeigen wollte, ist das Geheimfach. Das Geheimfach, da kommst du ins Herz des Rucksacks. Aber auch ich benutze dieses, denn ich empfehle dir auf jeden Fall, den Red Rebane mit einer Regenschutzhülle zu bestellen, damit du hundertprozentig vor Regen geschützt bist. Egal, bei Wind und Wetter, dann wird er auch dicht. Aber ich bin gespannt, wenn wir es gleich ausprobieren. Hinten hast du entsprechend das rucksackversteifende Konzept. Und zwar ein Kunststoff, der den Rucksack die Formstabilität bringt. Um vielleicht noch nachhaltiger zu werden, könnte man überlegen, das vielleicht aus Bambusholz bzw. aus Holz zu machen. Da könnte man natürlich noch ein bisschen heimwerken in dem Sinne und das Konzept noch ein bisschen nachhaltiger machen. Auch ich zeige dir jetzt mal eben ganz kurz, wie er im gepackten Zustand aussieht. Und dafür, ich wollte ja auch noch sagen, im Lieferumfang ist der Schulterriemen, damit du entsprechend ihn dann auch locker flockig, wenn du willst, über die Schulter schmeißen kannst. Das hat natürlich den Vorteil, dass du den schön tragen kannst und nicht unbedingt immer direkt umbauen musst. Oder du hast die Möglichkeit, den Rucksack entsprechend auf dem Rücken zu tragen. Und ich muss sagen, die Taschengröße ist sehr gut gewählt, weil es ist überhaupt nicht störend. Also bei meinem kleinen zärtlichen Rücken und Körpergröße von 1,69 satten lässt er sich gut tragen. Und ich finde auch auf dem Fahrrad ist er sehr schön zu fahren. Was ich vergessen hatte eben noch zu erwähnen ist, auch hier hast du dieses Red Rebane Label, wo du entsprechend den Reflektor anbringen kannst, vorne und hinten. Und wenn du dir den noch selber zusammenstellst mit den reflektierenden Materialien, ist der hundertprozentig reflektierend. Lass uns jetzt mal schauen, ob der Rucksack auch wasserdicht in meiner Dusche ist. Also, wir gehen uns jetzt das mal anschauen. So, mit Hilfe von Luigi werden wir jetzt den Red Rebane Puris Plus prüfen. Zuerst
Eine Minute mit dem Regen- und Regencape, dann eine zweite Minute ohne Regencape und wir starten jetzt. 12 Grad Nieselregen und wir sehen sehr schön, wie es hier abperlt. Ich drehe ihn gerade mal ein wenig. Schön ist hier auch das Logo, wie du siehst, was schön reflektiert. Und du siehst halt auch, wie das Wasser am Rücken runterläuft. So, erste Minute ist vorbei. Du siehst sehr schön, wie es alles hier abgeperlt hat. Ja, was natürlich zu sehen ist, ist, das, was am Rücken runterläuft, läuft hier in das Cape rein. Und da keine Ablauflöcher enthalten sind, sammelt sich ein schöner Teich. Aber wie wir sehen, ist es überall dicht. Vorne brauche ich gar nicht gucken. Wir gucken einmal kurz ins Innere. Und soweit alles dicht. Mein Papp-Notebook ist dicht. Dementsprechend packen wir den Rucksack eben noch mal zusammen und werden jetzt das bergische Wetter, den bergischen Regen nachtesten, nachprüfen. Ich lasse ihn entsprechend direkt stehen. Und wie gesagt, noch mal eine Minute. 12 Grad Nieselregen. Und hier sehen wir natürlich, es sieht gar nicht ganz so an oder es sieht ganz anders aus. Hier perlt es auch weiterhin schön ab. Minute ist vorbei. Wie wir sehen, auch hier schön imprägniert, aber du siehst, dass du hier schon relativ gute Benetzung hast. Also einfach ein Spray benutzen und noch mal ein bisschen hydrophobieren. Das Frontfach und es ist trocken. Hier vorne siehst du natürlich, es ist dort nicht trocken, weil da mein Finger war. Jetzt öffnen wir das entsprechende Hauptfach und jetzt bin ich gespannt. Mein schöner Polycube ist natürlich nicht ganz dicht. Das war auch zu erwarten. Da sehen wir es zum Beispiel an meinem T-Shirt. Da haben wir einen kleinen Wassereinbruch. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wenigstens dann das Laptop trocken ist. Und wie du siehst, nach einer Minute ist das Laptop trocken. Weiterhin, also es läuft irgendwo an der Seite rein. Und ich glaube, es liegt eigentlich daran, dass sämtliche Nähte nicht zusätzlich verschweißt sind und auch hier es hier schön in die Tasche reinläuft. Die Tasche unten keine Nieten haben als Abdruck, als Ablaufloch und dementsprechend Staunässe entsteht, was du hier vielleicht sehen kannst. An Red Rebane, wenn ihr hier Löcher reinmachen würdet, wird das Wasser ablaufen und es würde der Rucksack wesentlich dichter. Fandst du den Wasserdichtigkeitstest auch so gut? Also, ich weiß jetzt, wo ich dran bin. Auch wenn er nicht hundertprozentig wasserdicht ist, ohne Regenschutzhülle, ist er trotzdem ein super guter Rucksack und vor allen Dingen ist er mit seiner 3-in-1-Variante echt ziemlich gut unterwegs.
Und nochmal, ich kenne im Moment noch keine Firma, keine Manufaktur, die genau diesen Ansatz fährt, dass Individualisten wie du und ich sich seinen eigenen Rucksack zusammenstellen können. Also das finde ich echt cool. Geh auf die Seite, stell dir dein eigenes Rucksackdesign zurecht. Das Konzept, der Schnitt bleibt immer gleich, aber du kannst halt wählen, welche Farben du hast. Und das ist echt super schön, weil dementsprechend, was ich liebe, ist, du kannst Rucksäcke haben, die hat keiner. Kein anderer, außer er kopiert sich den. Und wir sehen uns jetzt hier in dem nächsten Video, denn das gibt dir weitere Ideen über wasserfeste Rucksäcke. Bis gleich in dem Video. Ciao!